Wir entschuldigen uns für die Tonqualität in diesem Podcast. Wir werden ihn euch dennoch nicht vorenthalten. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, dann herzlich willkommen zum 8. Mittelalter-Podcast, unauthentischer Mittelalter-Podcast mit Ragnar und mit mir, dem Alessay. Und auch mir, dem Schnorrer Sturkopfson. Dann will ich erstmal zwei Gäste begrüßen, den Ragnar mit den schönen Schilden, der weiß schon, wer gemeint ist, und Wen der Lappen, der sein Username umbenannt hat. Aber denke ich mal, Grüße gehen an euch raus und ihr habt auch ein paar Themen hinterlassen. Wollen wir gleich mal mit dem Gambi-Thema anfangen? Wie reinige ich meinen Gambi? Wie reinigt ihr eure Gambis? Bevor wir dazu kommen, dass wir teilweise richtig eklige Schweine sind, die nicht reinigen oder dass einige Ragnars das machen. So, da habe ich mir, würde ich mich gerne dem Thema anschließen, also mit dem befassen. Ja, Gambis werden sehr, sehr häufig nicht gewaschen, weil es ja eingenähte Wattierung ist, die, wenn man sie jetzt zum Beispiel in die Waschmaschine schmeißen würde, verklumpen würde und dann hast du lauter eklige Knödelchen in deinem Gambi, die dann also zum einen eklig zu tragen sind und zum anderen verliert der Gambi auch gewissermaßen seine Schutzfunktion als polsterndes Unterkleid. Es gibt wohl einige Gambis, die haben was eingenäht oder die sind speziell vernäht, dass du sie tatsächlich waschen kannst. Einige behaupten sogar, dass du sie in der Waschmaschine waschen kannst. Manche kannst du häufig, das wird vielleicht auch mal angegeben, wenigstens per Handwäsche in der Badewanne, wenigstens halt eben nass machen. Man kann einfach ein, glaube ich, normales Shampoo, Seife. Nee, ich meinte halt eben eher hier Waschmittel entsprechend. Also eben am besten Waschgel benutzen. Kann man machen. Bei einigen sollte man sich allerdings eventuell vorinformieren, wie der Gambi verarbeitet ist. Was ich bis jetzt gemacht habe, ich habe es mitbekommen, also wie mit vielen Sachen, die du nicht waschen kannst, kannst du zum Beispiel auch Febreze drauf spritzen. Das entzieht da auch, sagen wir, den Schweißgeruch ganz gut. Sollte man eben auch nicht übertreiben mit der damit. Was ich eigentlich auch ganz gerne mache, weil es was bringt, nachts einfach draußen auf dem Kleiderbügel irgendwo draußen aufhängen. Und die Luftfeuchtigkeit, also sagen wir, die Luftfeuchtigkeit geht ein bisschen in den Gambi rein und wäscht den quasi so und lüftet den auch gleichzeitig und dann hängst du ihn halt eben noch mal ein paar Tage drin auf, dass der wirklich ordentlich durchtrocknen kann. Das ist auch meistens dann, also riecht er nicht mehr so. Also ich muss von mir sagen, ich bin ein ziemlicher Schwitzer. Mein Gambi riecht er meistens nicht sehr, sehr lecker. Aber damit habe ich es eigentlich schon mehrfach hinbekommen, dass der Gambi danach wieder neutraler riecht und nicht mehr so stinkt wie davor. Ist, finde ich, eigentlich die einfachste Variante. Den ordentlich draußen lüften lassen, halt eben vielleicht nachts, wo die Luftfeuchtigkeit ein bisschen höher ist und so. Oder an feuchten Tagen den im feuchten Klima ein bisschen hängen lassen, aber nicht zu lange, damit er halt eben auch nicht durchsuppt. Da sage ich gleich mal, was ich mit meinem Gambi gemacht habe. Das ist nämlich schnell erzählt. Ich habe die eigentlich auch immer nur gelüftet, links gedreht, lüften lassen, in die Sonne gelegt. Dann ist noch die pralle Sonne, damit das UV-Licht da irgendwas an Bakterien killt. Als ich den einmal gewaschen habe, dachte ich mir, komm, jetzt wasche ich den mal, weil ist ja wichtig. Auch extra in der Waschmaschine bei richtig niedriger Temperatur oder so ein Schonwaschgang. Ich kenne mich da nicht so genau aus und dann ist mir das Ding halt kleiner geworden. Dann dachte ich mir so, ja okay, ich bin nicht mehr in der Waschmaschine. Wenn, dann nur noch mit Wasser oder so in der Badewanne, dass man ihn halt ein bisschen ausdrückt und dann luftgetrocknet. Und bis jetzt habe ich es immer noch so, dass ich meine Gambis einfach meistens auf links drehe, sie aufhänge, sehr lange, auch oft draußen. Wenn es sonnig ist und warm, dann hänge ich sie in die Sonne auf links und sorge dafür, dass die Sonne ordentlich drauf ballert. Aber ansonsten ist da nicht viel. Bei dir, Malissa? Also mir gefällt dieses Bild von der natürlichen Wäsche über Nacht sehr gut. Oh ja, dann kommt die Luftfeuchtigkeit und
Das ist ein Weg den Gambi aus. Luftfeuchtigkeit ist, dass der nackte Feli vorbeikommt und deinen Gambi wäscht. Und ich wäsche den dann immer morgens. Ja, hallo? Die menschliche Gambi-Waschfee. Hast du noch nie was von kleinen Gambi-Waschzwergen gehört, die überall in der Luft herumschweben? Ich finde es auch gut, wie scheinheilig unser Ragnar hier so versucht zu sagen, so ja, wir legen ihn möglichst in die pralle Sonne, damit das UV-Licht da irgendwelche Bakterien tötet. So, wir alle wissen, dass wir eigentlich große Potsäue sind, dass das ein sehr sensibles Thema ist, dass man Gambis halt einfach nicht so gut waschen kann und man es deshalb einfach vermeidet. So. Ja, wir lüften, ja, manchmal legen wir es auch in die Badewanne, aber das ist eigentlich eine Sache, die wollen wir nicht. Und irgendwann hat das Ding halt auch ausgedient und wird halt einfach ersetzt. So. Das ist quasi ein Verbrauchsgegenstand. Also meine Meinung dazu, ihr könnt mir gerne das Gegenteil versuchen zu beweisen, aber... Ja, ich sag mal, wenn du wirklich einen sehr, sehr schönen Gambi hast und wie ich vielleicht halt eben Schwitzer bist, findest du es dann doch früher oder später, wenn du nicht das größte Pottschwein bist, findest du es trotzdem immer mal eklig, dann diesen stinkenden Gambi anzuziehen. Also gut, mein letzter Gambi hat mir jetzt nicht so viel bedeutet, mein jetziger bedeutet mir ziemlich viel, den finde ich sehr, sehr schön, weil er halt eben auch Master angefertigt wurde und da hat er halt eben auch seinen Preis gehabt. Aber da würde ich halt eben schon gucken, dass ich den halt eben regelmäßig gucke, irgendwie zu säubern, zu lüften, dass ich den möglichst lange habe. Gehe ich auch mit dir einig, dass man es so pflegt, dass es einem möglichst lange erhalten bleibt. Aber sind wir mal, also selbst bei dem Gambi, den du wirklich behalten möchtest, ich glaube, mehr als maximal zweimal im Jahr schmeißt du den auch nicht in die Badewanne, oder? So gewaschen habe ich ihn bis jetzt noch nicht. Ich muss sagen, mir gefällt eher wirklich das nachts draußen lüften lassen, eher, muss ich sagen, weil ich echt ein bisschen Schiss habe, ihn wirklich so durchzuweichen, muss ich sagen. Also vielleicht sollte ich das mal machen oder sowas, ich weiß nicht, aber ich habe da einfach die Befürchtung, dass ich irgendwas falsch mache oder sonst was und dann habe ich nachher diese Klümpchen im Stoff, dann fühlt sich's kacke an und dann muss ich ihn wirklich wegschmeißen. Und da gucke ich halt eben, dass verhältnismäßig wenig Feuchtigkeit an ihn rankommt. Ich meine, gut, als Vielschwitzer kommt da auch so ziemlich viel Feuchtigkeit ran. So. Aber ich möchte gucken, dass ich es so weitestgehend vermeide. Also eigentlich immer gucken, eigentlich auch auf Lager oder sowas, wo man dann ist. Lüften, hängen, nachdem ihr ihn anhattet, wirklich irgendwo aus. Je nachdem, wie es einem möglich ist. Und Ja, also man sollte ihn jetzt nicht direkt nach dem Training einfach in der Tasche lassen oder in den feuchten Keller in die Ecke schmeißen. So. Also aufhängen, ja, muss sein. Auf links drehen, auch guter Tipp. Aber komplett durchweichen muss man halt drauf achten, was für ein Material und Verarbeitungsart. Ich wollte noch sagen, dass ich ein paar Ragnars kenne, die es anscheinend pflegen, nach dem Training ihre vollgeschwitzten Gummis schön auf die Rüstung zu feuern, in den Kofferraum liegen zu lassen von ihrem Auto und bis zum nächsten Training. Genau, damit die Rüstung auch was von dem ganzen Schweiß hat und am besten auch ein bisschen oxidiert. Ja, normal, also, machst du das nicht so? Wenn eine Titan- oder Edelstahlrüstung hat, kann man das vielleicht machen. Wenn eine nicht der genannten Rüstung hat, sollte man es tunlichst vermeiden. Ja. Ach, ich wollte noch sagen, es kommt auch beim Gambasaur sehr stark auf die Fütterung drauf an, ob man jetzt mehrere Lagen Leinstoff als Polster hat oder ob man jetzt eine Wollfütterung, eine Ragnar-Fütterung hast. Womit fütterst du deinen Gambasaur? Was kriegt denn ein Gambasaur denn so? Ja, der kriegt eigentlich Schweiß zu futtern. Und mein Schmerz. Und vollgeblutet habe ich den auch schon mal. Ja, aber der liebt es. Ein aktueller Gambasaur ist eigentlich sehr, sehr dünn, weil ich halt dachte, ich habe jetzt eine Plattenrüstung und da brauche ich keine dicke Polsterung, die Wucht abfedert, sondern da brauche ich einen dünnen Gambi, wenn die Platte eh wie eine zweite Haut aufliegt. Jetzt brauche ich nur noch die Platte, die wie eine zweite Haut aufliegt. Den Gambi habe ich schon. Ja. Aber ich hatte bei meiner alten Lamellenrüstung, da war der Gambasaur auch wesentlich dicker. Der ist vierlagig, weil der ist an einer Stelle kaputt. Da konnte ich die einzelnen Stofflagen durchsehen. Und habe gesehen, das ist der Vierlagenstoff. Und der war auch ein bisschen dicker, um die Wucht abzufedern, weil Lamellen mehr nachgeben als eine
massive Klappe. Sagte er mit der Brigantine. Jo. Okay. Dieselbe Überlegung, was meinen Gambe so anbetraf, tatsächlich. Ich hatte ja erst so ein Wiki-Outfit mit Kette und so, da hatte ich auch einen ziemlich dicken. Und ich habe den aufgeschnitten für meinen, hatte ich ja im letzten Podcast erwähnt, um da besser rein und rauszukommen. Und da habe ich festgestellt, dass dieser Gambeson gefüllt war mit, wie bezeichnet man dieses Material? Kennt ihr das, wenn Maler so einen Raum tapezieren und dann den Boden auslegen mit so Filz? Oh ja. Ja. Ach ja, ja, dieses, diese Stoffreste, die einfach zu viel Volumen genommen werden. Ja, aber schon als Stoff zum Auslegen quasi. Es sind keine einzelnen Fetzen. Es ist schon Stoff am Stück. Ja, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst. Und der war einfach, keine Ahnung, irgendwie 6- oder 8-fach da reingenäht. Deshalb habe ich da drin auch immer, bin ich da drin auch immer fast gestorben. Das ist aber öfter also, so, sehe ich bei vielen Seiten, wo man Gambis kaufen kann, ist auch die Fütterung angezeigt und die ist meistens dieses Gefließ. Ich suche mal ein Bild raus, erzähl ruhig weiter. Und jetzt, ich habe einen Kumpel, der ist ein bisschen begabt mit der Nähmaschine. Und der hat damals für die Dichlinge, also unter der Beinrüstung, die Polsterung, mit neueren Materialien experimentiert, sag ich mal, für die Behurt-Leute. Und der hat so ein gewebtes Netz. Das wird normalerweise verwendet, um Polstermöbel in Form zu halten, den Schaumstoff davon in Form zu halten. Es wird quasi zwischen dem Schaumstoff und dem Bezug reingelegt und dann an den festen Parts des Möbels festgetackert. Mhm. Und das sind wirklich, wie so ein Fliegengitter sieht das aus. Und das hat der in mehreren Lagen eingenäht. Und diese Beinlinge sind so geil, die halten die Wucht schon ab, einfach weil es unter der Platte ja sowieso nicht so dick gepolstert sein muss, aber sind zeitgleich halt unglaublich atmungsaktiv. Und da hätte ich eigentlich auch keine Bedenken, weil das ist Leinen außen und innen eben dieses Netzkrams, die auch in die Waschmaschine zu schmeißen. Mhm. Aber einen ganzen Gambi hat er leider noch nicht rausmachen wollen. Das war ihm dann ein bisschen zu anstrengend. Habt ihr noch was zu Gambis oder wollen wir zum nächsten Punkt fortfahren? Nö, ich würde zum nächsten Punkt fortschreiten. Okay, wir wählen jetzt zwischen als Meinungsverstärker getarnte Schwerter, wie auf Facebook oder so, weil da steht selten Waffe zu kaufen, Schwert zu kaufen, weil das sonst wieder geblockt. Mhm. Oder wie finde ich andere Menschen für den Vollkontakt? Ach, ich glaube, wir nehmen mal das mit dem Meinungsverstärker. Das andere Thema würde ich auch mal gerne mit von Davids besprechen. Also Meinungsverstärker. Wie verkauft ihr eure Sachen im Internet? Nennt ihr sie beim Namen? Also ich verkaufe gerade nichts so als also in der Richtung im Internet. Allerdings habe ich das auch mitbekommen. Wenn du Schwert oder sonst was angibst, wird es meistens geblockt wegen Waffenverkaufmöglichkeit oder sonst was. Und da tun eigentlich viele sich irgendeinen anderen Namen einfallen lassen dafür. Meistens einfach nur Stück Eisen oder sonst was oder eleganter Gehstock oder so. Ich muss sagen, die Frage habe ich jetzt nicht ganz so vom Max Kierk verstanden, so, weil ich finde eigentlich Meinungsverstärker kam schon häufig als Begriff heraus. Ja, ich glaube, ihr habt die Frage nicht ganz so richtig eingeordnet. Da ist auch so ein bisschen, also so wie ich das lese, ist das auch ein bisschen ironisch gestellt. Auch, so von wegen ist das Schwert aus indischem Stahl nicht eher eine Argumentationshilfe. Ach also so, das, ja. Finde ich ja schon eine ziemlich nice Formulierung, ja. Das ist nicht so ernst gemeint. Also ich glaube, um die Frage eindeutiger zu
beantworten. Es hat gar nicht so viel damit zu tun, dass man das Schwert als tatsächlichen Meinungsverstärker gebrauchen möchte, sondern das hat sich einfach durch diese, durch die häufiger vorkommenden Sperrungen auf den Marktplätzen bei Facebook und Co. so entwickelt, dass man eben das nicht mehr als Schwert titulieren durfte, wenn man es verkaufen wollte. Und irgendwie hat sich dieser Begriff dann eingebürgert. Der ist dann von relativ vielen Leuten als scherzhaftes Synonym eben gebraucht worden und gar nicht so ernst gemeint, so von wegen, man bräuchte ein Schwert, um seine Meinung durchzusetzen, sondern eher so diese humorvolle Variante von, ja, ich verkaufe hier meinen Meinungsverstärker. von daher kann man, finde ich, auch diese Abstufung, was die Qualität da anbelangt, von wegen das Schwert aus indischem Stahl, eher eine Argumentationshilfe, würde ich tatsächlich so stehen lassen. Ja, kriegt einen Punkt. Für Kreativität auf jeden Fall die Frage. Also das find ich schon geil. Aber niemand, der sein indisches Schwert verkauft würde da gegenüber dem Käufer quasi das Eingeständnis machen, so, ja, eigentlich ist das ja auch nicht ganz so das Wahre. Ne? Für den Schwerterverkauf im Internet, ich habe das mal hin und wieder gemacht, wollte irgendwas loswerden und sobald das Wort Panzer oder Schwert oder Waffe drin fiel, wurde alles geblockt, also komplett gesperrt. Ich wollte auch letztens Panzerschuhe verkaufen, war auch illegal, obwohl es jetzt ein Stück gebogenes Blech war. Naja, da musste ich es halt umschreiben. Und ich wusste noch einmal, ich habe Schwert als Rückenkratzer verkauft, aber der Algorithmus ist schlau, hat dazugelernt und hatte das Foto analysieren können und trotz Verpixelung und sonst irgendwie Unkenntlichkeitshilfen hat das geblockt. Am Ende habe ich nur den Knauf fotografierten hochgestellt, wurde auch erkannt und geblockt. Hm. Ich bin es aber umwegend doch noch losgeworden. Ich habe einfach langes Ritterstock geschrieben für Bilder, Anfrage und hat auch funktioniert. Ja, oder ich könnte mir halt eben vorstellen, dass er mit dieser Fragestellung vielleicht halt eben auch eher humorvoll rüberkommen wollte und wir tun, dass sein Gag jetzt eigentlich mit sehr viel Ernsthaftigkeit eigentlich gerade kaputt machen. Ja, das Weinchen und diskutieren das ordentlich aus. Dann holt sich jeder seinen Meinungsverstärker dazu und wir treffen uns im Morgengrauen. Dann wird das ordentlich diskutiert. Ja. Hier Frage Nummer 3 vom Schildmann hier. Was sind die 10 größten Fehler beim Rüstungskauf? Was muss unbedingt und wie geschützt sein? Oh ja, Gott. Jetzt haben wir alle Erfahrungen. Ganz akkurat die zweite Frage umgangen, oder? Ja, die machen wir was anders, die zweite Frage. Man pickt sich hier die Rosinen raus, ich merke schon. Ja, könnt ihr über die gezählten Finger sprechen, weil das ist praktisch wichtig. Holt euch gescheite Handschuhe. Das ist eine der ersten Sachen, die ihr kaufen solltet, nach dem Gambeson und nach dem Hellen, gescheite Handschuhe. Am besten Fäustlinge, weil Finger sind gut. Ja, Finger sind gut und Finger sind wichtig. Ich glaube, viele Leute machen sich keine Gedanken über Materialien, die verwendet werden für Rüstung, sondern die gucken halt auf den Preis und denken sich, auf den Preis und auf das Foto und denken sich, ach, das sieht ja geil aus, das sind ja Handschuhe, die sehen ja nett aus, die kann man ja schon mal kaufen. Und dann kommt das es wird benutzt und ist nach dem ersten Mal kaputt und man fragt sich, hä, wieso denn? Es ist doch Metall. Ja, aber Metall ist halt eben nun mal auch nicht gleich Metall. Es besteht halt ein Unterschied zwischen einem 1 mm Stahlblech aus Baustahl, sage ich mal, ungehärtet und ja, 1,5 mm gehärtetem Federstahl. Das ist ein deutlicher Qualitätsunterschied und das sind zum Beispiel Sachen, worauf man achten sollte. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil es für verschiedene Rüstungsparts auch unterschiedliche Materialstärken und Härtegrade vonnöten sind, sage ich mal. Und es kommt auch immer darauf an, was man damit machen möchte.
Genau, also jetzt ein HEMA-Typ braucht keine Panzerfäustlinge von Medieval Extreme, wo er seine Hände schlecht bewegen kann. Aber jetzt ein Behurtler sollte auch nicht mit Fingerhandschuhen rumrennen. Was aber viele Behurtler trotzdem machen. Weil es geil aussieht. Ja, es sieht geil aus und die brechen sich auch als die Finger, aber irgendwann muss man doch dazulernen, oder? Niemals. Ich habe meine ersten 3 Turniere, habe ich gekämpft. Darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Mit 1,5 mm ungehärtetem Baustahl aus Pakistan. Die Handschuhe haben 33 Euro gekostet. Gebraucht oder wie? Nee, nicht neu. Ja, neu. Das kann ich dir bis heute noch nicht glauben, dass es für so wenig Geld so irgendwo sowas zu kaufen gibt. Doch. Ich habe die Dinger auch noch bei einem Kumpel rumliegen. Die sind mittlerweile schon das 3. Mal am Flicken. Ja. Die sind absolut schlimm überdimensioniert, scheiße verarbeitet. Aber sie haben gehalten. Also es sind halt Fäustlinge gewesen. So, wären es Fingerhandschuhe gewesen, ich hätte mir safe schon mehrfach die Hand gebrochen. Vor allen Dingen bei dem einen Markt, so unterhalb der Burg, mit dem Lager am Hang. Ah. Ja. Und also das Video ist auch auf YouTube oben tatsächlich. Von meinem alten Verein. Und da habe ich 2-mal genau auf den linken Handschuh eine helle Bade eingefangen. Ich habe es tatsächlich nicht gespürt, aber der Handschuh hat ziemlich darunter gelitten. Eine Niete ist ausgerissen, denn die Platte, die über das mittlere Fingergelenk geht quasi, war einfach so V-förmig verbogen. Ich stand in beide Richtungen ab und musste danach wieder gerade geklopft werden. Also, es war schon haarsträubend. Ich erwische mich aber auch noch, wie ich jede Woche bei Zeughaus reingucke, bei den Handschuhen bin, weil die sehen auf den Bildern eigentlich schon gut aus und sind auch nicht so teuer. Und dann denke ich mir manchmal, komm, stell's doch mal ein. Und dann immer so, nein, die sind scheiße, du weißt, dass sie scheiße sind, aber die Fotos sehen so gut aus. Ja. Und man hat schon 5 Fehlkäufe gemacht, aber... Man fällt immer wieder drauf rein. Vor allen Dingen, weil Handschuhe sind ja halt auch gerade so ein sehr sensibles Thema im Rüstungsbereich, was den Preis anbelangt. Handschuhe sind ja immer und grundsätzlich teuer. Also, ich meine vernünftige Handschuhe so. Was ist denn ein vernünftiger Handschuh? Das ist sowas wie ein richtiges Schwert, ein richtiger Handschuh. Ja, ein vernünftiger Handschuh, sagen wir es mal so, würde ich bezeichnen, kennt ihr diese maximilianischen was? Diese Panzerfäustlinge, die in diesem maximilianischen Stil diese Rautenverzierungen haben? Ach, warte. Ich kenne das gotische Hansen. Ich suche was raus. Diese typischen. Ich weiß nicht, inwieweit wir hier Schmiednamen nennen dürfen. Kannst du ruhig raushauen. Vielleicht die Privatadresse von dem, aber ansonsten los, der will ja auch sein Geld verdienen. Diese typischen Galewski-Handschuhe. Ach, von dem habe ich auch ein paar Handschuhe rumliegen und Schnorrer, Sturkopfson, du hast ja auch was vom André. Von dem ist mein Helm. Oh, nice. Der macht guten Krams, ja. Ja, also ja. Ich muss da jetzt einmal, also ich fand die Kommunikation mit ihm ein bisschen schwierig. Dafür zahlst du aber nicht so viel. Ja, aber ich sag mal, die Kommunikation war mit ihm ein bisschen schwierig und ich habe mir eigentlich gesagt, hier kannst du die Innenpolsterung kannst du weglassen, brauche ich nicht. Ich habe mir eine dicke dicke Polsterhaube besorgt und so, kannst du weglassen, dann kam er immer mit, die ist aber mit inklusive, ich so, ja, dann ist mir scheißegal, ob das inklusive ist oder sonst was, lässt sie einfach weg oder keine Ahnung was, okay, dann reißt sie halt eben nachher raus und dann habe ich ihm meinen Kopfumfang mit Bundhaube geschickt, dann wollte er ihn auch nochmal ohne Bundhaube haben und ja,
Im Endeffekt kam ein zu großer Helm bei raus, was ich ein bisschen kacke dann fand, weil da irgendwo, ich weiß nicht, was er für eine Vorstellung, also was er sich jetzt irgendwie vorgestellt hat, oder wie er mich verstanden, ob er mich irgendwie falsch verstanden hat oder sonst was, aber ich fand es ein bisschen kacke in dem Moment, weil ich wollte halt eben einfach einen Helm, der über meine schon dick gepolsterte Bunthaube drüber passt, und er hat da irgendwie was anderes verstanden. Kann jetzt nur jetzt ein Fehler bei mir, kann der Fehler natürlich auch bei mir liegen, kann sein. Aber in dem Moment war ich ein bisschen angry. Also ich benutze ihn trotzdem, aber ich muss mir jetzt halt eben überlegen, dass ich mir noch extra Polsterung irgendwie in den Helm packe oder meine, oder ich müsste theoretisch fast eine neue Bunthaube dann besorgen. Oder sowas, weil der eigentlich ein Stückchen zu groß ist und er schallt auch ziemlich. Also ich kriege da regelrecht Ohrenschmerzen drin, wenn die falsche Stelle getroffen wird. Schaumstoff reinkleben. Yeah. Ja, ich wollte gerade sagen, also als Tipp, so diese Shock-Paddings aus den, die Amis verkaufen sowas für ihre Militärhelme. Die kenne ich, die hatte ich einmal auch überlegt. Oder das, weil ich weiß ja in etwa selbst, wie so ein Stück Polster wie beim Gambesaw genäht wird, dass ich mir so etwas noch extra nähe und mir wirklich entsprechend anpasse, aber ich gucke mir das noch an. Und weil ich will auch irgendwie was haben, was so polstert, weil es klingt fast wie eine Kuhglocke, wenn du es an der falschen Stelle angeschlagen bekommst. Das ist sehr unangenehm. Ja, das ist halt das Problem mit, also das meinte ich mit unterschiedliche Rüstungsstellen erfordern unterschiedliche Materialien. Helme zum Beispiel aus gehärtetem Stahl machen sowas häufiger mal, dass sie dann beim Auftreffen sich anhören wie eine Glocke. So. Mhm. Ich habe gehört, dass es mit Titanhelmen noch schlimmer sein soll. Hab selber allerdings keine Erfahrung, was das anbelangt. Von Davids, schreibt mal in die Kommentare, ob es schlimmer ist. Der hat den Titanhelm. Weil ich glaube auch nur teilweise. Also ich glaube, er hat gesagt oben, weil ich glaube, Titan wäre für bestimmte Wuchten nicht so richtig ausgelegt oder so. Also oben, dass die Schädeldecke schützt, das ist trotzdem Edelstahl. Die Seiten sind dann Titan. Wenn ich mich nicht irre, hat er mir mal auch so erklärt. Das hört sich für mich nach einer sehr interessanten Konstruktionsart an. So. Ja, ich habe irgendwas mitbekommen, dass Titan eigentlich nicht als Helm genutzt werden sollte, weil es ist nicht schlecht, aber es würde die Anforderungen doch nicht so erfüllen, wie es soll. Aber kenne ich mich jetzt auch nicht hundertprozentig aus. Ich gebe jetzt gerade nur weiter, was ich selbst so mitbekommen habe. Hm, okay. Ich habe einen Helm aus Edelstahl. Ich habe einen Helm aus Edelstahl. Der dält auch ordentlich ein. Und ich habe nie einen Kuhglockensound, weil halt die Wucht in der Delle um einiges abgefangen wird. Und ich habe auch ein sehr dickes Polster innen drin. Muss den Helm jetzt aber auch schon mal auswollen, reparieren. Das kann man ein paar Mal machen, aber ab dem fünften oder sechsten Mal fängt er dann an zu reißen. Also das Material wird dann immer dünner, weil es quasi gepresst wird. Aber Materialermüdung quasi. Hält noch ja. Ein paar Jährchen. Also ich würde sagen, für Helme ist es auf jeden Fall ein großer, großer Vorteil, wenn der Helm sich einbellen lässt. Auch wenn man das jetzt, wenn sich das im ersten Moment komisch anhört, aber es hat eben den Vorteil, dass dadurch, dass das Material ein bisschen nachgibt, keine Sorge, es reicht nicht, um euch den Schädel zu spalten. In der Regel, wenn der Helm gut gemacht ist, nimmt es halt die Wucht aus dem Schlag raus und man hat nicht diesen Ringing-Sound und vor allen Dingen muss die Wirbelsäule nicht so viel abfangen davon quasi. Was, wenn wir uns so den Restteil der Frage noch zuwenden, so was denn unbedingt geschützt sein muss, meiner Meinung nach Combo-Pieces, die unbedingt wichtig sind für eine gescheite Rüstung, sind Helm, Handschuhe, einen Kragen, ein Kragen jeglicher Art, also Polster mit Kette von mir aus, aber am besten halt Polster mit Platte, so ein Bischofskragen, um den Nacken nochmal gesondert zu schützen. Am besten noch eine Schwebscheibe über irgendwie einen Aventail, also diesen Ketten
Kragen, der am Helm nochmal angebracht ist, so viel Layers wie geht, was den Nacken anbelangt, weil da wollt ihr nichts auf ungeschützten Nacken bekommen. Axt auf deinen Nacken macht nicht so viel Spaß. Ja, und ja. Ich muss sagen, auch irgendwie gucken, ja, das, also ich muss sagen, ich gucke halt eben darauf, dass zum Beispiel mein Helm entsprechend lang ist. Ich hatte bei meinem ersten Helm hatte ich ein verlängertes Visier, das habe ich gleich im letzten Podcast schon mal erzählt, weil ich in einem Training zwei Schläge auf den Kehlkopf bekommen habe. Fand ich es halt eben nicht so geil und dass man halt eben wirklich guckt, der Helm sollte entsprechend länger oder irgendwie übers Kinn hinausgehen am besten. Und ja, je nachdem, was man hat, also es gibt ja die Bundhauben, also die Polsterhauben, die so wie eine Bundhaube vorne unter das Kinn zusammengeschnürt werden. Da wäre halt eben dann der Hals quasi frei. Dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man sich einen extra Kragen holt oder gleich eine Polsterhaube mit integrierten Kragen, die auch entsprechend Polsterung am Hals vorzuweisen hat. Weil ich finde es, also mal abgesehen davon, dass es eventuell sogar tödlich enden kann, es ist wirklich eklig, wenn man einen Schlag auf den Hals bekommt und dann da hängt wie sonst was. Also, oder sag mal, Angst haben muss, ist da jetzt was drin kaputt? Kann ich, sag mal, habe ich jetzt Schluckprobleme oder sonst irgendetwas? Ja, also ich da, darauf würde ich halt eben auch, also besser habe ich dann Wert gelegt, muss ich sagen. Ja, kommt natürlich darauf an, was man kämpfen möchte. Jetzt Vollkontakt einfach auf einer Wiese mit irgendwelchen wilden Leuten. Behurt, Hema, Codex Bedi oder sonst irgendwas. Aber auch beim Codex Bedi kann dir ja ruhig mal ein Speer Richtung Gesicht gleiten. Nein. Darfst du nicht. Du darfst nicht Richtung Gesicht stechen. Halt die Fresse, ich habe ein Speer auf die Nase bekommen beim Codex Bedi. Dann hat derjenige nicht sauber gekämpft, weil man muss den Speer immer Richtung Boden halten, ja? Das bringt dir selbst aber nichts, wenn du auf einmal einen Speer in der Fresse hast. Und seitdem ziehe ich beim Codex Bedi auch immer eine Fechtmaske an. Entschuldigung, aber bei Codex Bedi kann ich einfach nicht ernst bleiben. Ja, es war noch die Zeit, wo ich einfach alles mitgemacht habe. So Codex Bedi, also alles Mögliche, wo Kampf gab, einfach mal mitgenommen. Da habe ich mir noch gesagt, also weil wir auch ja gewissermaßen vorgeprägt von Leuten aus dem Codex Bedi sind, kenne ich jemanden, der auch da schon länger unterwegs ist, den ich aber für sehr korrekt halte. Der macht das schon seit, glaube ich, 16 Jahren, hat er mir gesagt. Und ihn halt halte ich für, sag mal, verantwortungsvoll im Umgang damit, weil ich finde es, Codex Bedi hat prinzipiell, finde ich, seine Daseinsberechtigung. Das macht, es sind meistens einfach die Leute, die die Scheiße eben bauen und das nicht, sei es mal, diese Kampfsportart so nicht gescheit ausführen, muss ich sagen. Das macht mich eigentlich traurig, weil an und für sich habe ich persönlich gar nichts gegen Codex Bedi. Kann man machen. Die Leute machen es halt eben kaputt. Und ja. Ja, gut. Muss man tatsächlich differenzierter sehen, als ich das eben zum Ausdruck gebracht habe. Da gebe ich dir absolut recht. Den könnten wir vielleicht auch mal in den Podcast einladen. Ich kann mal fragen, wenn ihr Bock habt. Ja. Dass wir mal die Seite beleuchten könnten, wenn da vielleicht auch unsere Podcast-Zuhörer Interesse dran haben. Ja, das wäre doch mal ganz interessant, sich mit der guten Seite davon austauschen zu können. Wir haben ja schon mal einen Codex Bedi Podcast gemacht, das ist schon eine Weile her. Aber wir könnten das auch mal ruhig mit jemandem besprechen, der es aktiv macht und nicht jemanden, der das ein bisschen belächelt. Also, Codex Bedi kann man machen, muss man aber nicht. Nee. Genau. Ja, ansonsten, was sind noch große Fehler beim Rüstungskauf? Ja, eure Gelenke. Auf jeden Fall immer Ellbogen schützen. Sind sehr wichtig. Wenn ihr da getroffen werdet, ihr lasst das Schwert fallen, könnt euren Arm nicht mehr anwinkeln, ist extrem beschissen. Schützt eure Gelenke, ob jetzt mit Inliner-Protektoren oder mit irgendwelchen billigen Kacheln vom Zeughaus. Gelenke sind sehr, sehr wichtig. Die Finger, der Kopf sowieso. Und was ich jetzt einmal zum Kauf selber sagen würde, das sehe ich halt eben auch mit Schwertern und so, wenn es euch möglich ist, ist halt eben meistens nicht, aber wenn es möglich ist, vorbeizufahren und das Zeug mal anzuprobieren, mal in der Hand zu haben,
versucht, das zu machen, wenn es vielleicht halt eben auch mal, sagen wir mal, 2 Stunden Fahrt sind, ihr das und vielleicht nur die Faulheit überwiegen würde oder so etwas. Das lohnt sich. Wäre besser, weil am Ende hat man sich irgendeinen Schrott gekauft und gerade bei Privatverkauf gibt es dann halt eben keine Rücknahme oder sonst was. Und dann hat man dann Summe X für irgendwas bezahlt, wo man jetzt selber vielleicht noch gucken muss, wie verkaufe ich es weiter, was mache ich jetzt damit, kann ich es noch irgendwie darauf hoffen, dass ich es zum Einkaufspreis wieder verkauft bekomme, wer nimmt mir den Kram vielleicht dann überhaupt ab oder so. Muss ich so sagen, ja, wenn es euch möglich ist, guckt, dass ihr wirklich den Kram in die Hand bekommt und es mal ausprobiert. Gerade, also inzwischen muss ich sagen, gerade bei Schwertern gehe ich inzwischen so um, weil ich da auch mal richtig böse in die Scheiße gegriffen habe. Und habe irgendwas im Internet mir gekauft und bin so auf die Fresse damit geflogen. Und inzwischen sage ich mir selber, ich kaufe nur noch was ich vorher in der Hand gehalten habe. Also bei Schwertern. Ja, ansonsten achtet auf die Intensität. Also man muss jetzt auch nicht jedes günstige oder etwas dünnere Material verteufeln von vornherein, sondern man sollte halt der Intensität angepasst seine Rüstung eben kaufen. Das heißt, wenn ihr euch ein bisschen treffen wollt mit ein paar Kumpels draußen auf der Wiese, einfach mal ein bisschen drauf los, dann reicht auch 1 Millimeter oder 1,5 Millimeter ungehärtet 50 Euro Handschuhe, da werdet ihr jetzt nicht gleich weit drauf gehen, wenn ihr sowas benutzt. Aber sollte es dann eben in Richtung, wir benutzen auch Äxte zum Beispiel oder lange Axt oder sowas gehen, dann wird es schon ratsam, mit dickeren oder mit gehärtetem Material eben Vorlieb zu nehmen. Genau. Ich rede auch nicht so oft über die genauen Stahl- und Metallbezeichnungen, weil ich mich da nicht perfekt auskenne. Ob das jetzt Federstahl ist oder ob das jetzt weicherer Stahl ist, ein Baustahl, keine Ahnung. Also da müsste ich mich halt perfekt mit auskennen, bevor ich jetzt diese Worte in den Mund nehme. Ich sage halt meistens nur ungehärtet, gehärtet oder Federstahl und Edelstahl allgemein als Überbegriffe. Es gibt zig Stähle, die zu diesen Sorten gehören. Jeder hat andere Eigenschaften, aber das Thema ist momentan noch zu groß für mich, dass ich da gescheit Auskunft drüber geben könnte. Ich kann sagen, ich habe mit weichen Stahl angefangen, 1,5 mm, das ist so der Standard, den man beim Zeughaus und Battle Merchant kaufen kann. Wird meistens in Indien hergestellt. Das reicht für alle Schaukampfanfänge, für Codex Bedi und Huskarl. Wenn es dann irgendwann in Vollkontakt geht, sollte man sich am besten von osteuropäischen Schmieden was holen. Die sind auch dann darauf ausgelegt, dass es ruppiger ist. Und wenn es dann in die Sportrichtung geht, was professionelles, dann wird man auch von seinem Team beraten, was man sich am besten zulegen sollte. Ja, wobei ich sagen muss, dass das auch nicht immer sehr hilfreich ist. Da kann ich jetzt noch dazu sagen, dass man da auch ein bisschen aufpassen muss, gerade wenn man bei tschechischen Schmieden sich was besorgen möchte. Ist mir persönlich halt eben aufgefallen, dass sehr, sehr viele schon in die Behut-Richtung gehen und die Waffen und Rüstungen dann entsprechend verarbeitet sind, also sehr, sehr schwer auch teilweise verarbeitet sind. Ich habe mir mal ein Schwert von Metalwell Extreme geholt, die sind in der Richtung aufgebaut, jedenfalls bei den Schwertern, und hatte dann doch einen ziemlichen Klöppel in der Hand gehabt. Wenn man halt eben eher was Filigraneres kämpfen möchte, dann wären solche Waffen halt eben ungeeignet. Also, vielleicht halt eben gucken, auf was sich der Schmied spezialisiert hat oder so. Und viele geben ja eigentlich auch Gewichtsangaben an. Ich muss aber sagen, dass ich mich da jetzt nicht hundertprozentig mit den Gewichtsangaben auskenne, dass ich jetzt sagen könnte, hier das und das empfehle ich bei der und der Kampfart oder sowas als Gewicht, aber ich glaube halt eben so ein Einhänder mit, ich hatte glaube ich dann einen Einhänder mit 1,5 Kilo oder sowas, das ist übelst anstrengend. Also wenn man jetzt mal leichter kämpft, braucht man so etwas einfach nicht. Also ich kenne dein Schwert, um das mal in die Rollenspielperspektive zu drücken, deins hatte irgendwie
1000 Damage gemacht und war verdammt schwer. Also du hattest einen schönen Behurt-Falchion. Und es gibt auch noch andere Falchions zum Fechten oder historische Nachbildung, und deiner wog jetzt 1,5 Kilo und manche historische Nachbildungen wiegen halt 700 Gramm. Da kannst du dir sehr schnell denken, wer jetzt schneller ist und filigraner und wer halt auf Wucht ausgelegt ist und auf stumpfe Gewalt. Ja. Weil Schwerter ja grundsätzlich eigentlich keine Wuchtwaffen sind. So, Schwerter sind immer leichter, als man denkt. Ja, aber der moderne Vollkontaktsport macht sie hin und wieder mal gerne zur Wuchtwaffe. Ja, das ist wahr. Gerade diese Falchione sind dann, aber die sind dann auch tituliert so mit 1,3 Kilo oder so. Die müssen sich ja auch tatsächlich an Gewichtsangaben halten. Also die Waffen werden ja vorher geprüft, bevor das Feld betreten werden darf. Und die werden gewogen und zugelassen, weil eben dadurch auch gewisse Risiken entstehen, wenn die Waffen zu schwer sind oder die Schlagkante zu dünn, brechen auch gerne mal Rüstungen auf mit sowas. Also das hat dann auch teilweise eine Dosenöffnerfunktion. Weil manche Waffen historisch ja darauf ausgelegt sind, eben Rüstungen kaputt zu machen, sag ich mal, nicht zu durchschlagen, sondern anzukratzen oder so, oder ihre Wucht eben durch die Rüstung auf den Körper darin zu übertragen, muss man da auch schon ziemlich aufpassen. Siehe den Kriegshammer. Ja, genau. Oder den Falkenschnabel heißt er, glaube ich, mit dieser Spitze vorne. Rabenschnabel. Ja, Rabenschnabel. Die sind ja verboten. Also, genau. Du darfst Abarten benutzen, aber du darfst diese Hakenseite nicht benutzen, sondern nur die Klingenseite. Ja, aber Dings, zum Beispiel darfst du auch Morgensterne benutzen. Geflanschte Morgensterne, keine mit diesen Spikes, darfst du nicht benutzen, aber geflanschte Morgensterne. Und die sind auch dafür gemacht, eben quasi die Wucht durch den Helm auf den Kopf zu übertragen. Und das, die werden auch ganz schnell ganz unangenehm. Kann ich euch verraten. Ein Liedchen von singen. Nee, das denke ich mir auch immer wieder, wenn ich da auf dem einen oder anderen Markt dann ein Behurt-Turnier sehe, denke ich mir, Alter, egal wie was für eine Rüstung du anhast und wie viel Millimeter dick das Ding ist, das hast du gerade so gemerkt und das wirst du auch noch die nächsten 2-3 Tage merken. Da bin ich einmal im Sturkopf, als wir auf dem Mittelaltermarkt waren, der mit der Burg, da haben wir eine Vorführung gehabt und da hattest du dein dickes Claymore in der Hand und hast mir von oben gerade auf den Helm gezimmert und du hast genau diese eine Verbindungsniete getroffen und der Helm, der hat aber so geklingelt, obwohl er normalerweise nicht klingelt, das habe ich auch ordentlich gemerkt und gespürt. Okay. Da war ich auch kurz so, uiuiui, ich sollte mich mehr bewegen und mehr decken. Dabei versuche ich ja eigentlich, also deshalb habe ich, muss ich sagen, ja, für die Verhältnisse bei uns im Verein, wie ich finde, eine Kampfart mir angelegt, die eigentlich ja locker ist. Also ich kenne, bei uns gibt es einige, wie ich finde, wie beschreibe ich es denn? Ja, da entweder das Abbremsen nicht so drauf haben oder zu viel Kraft haben, dass das Abbremsen oder das Gleiten lassen der Klinge dennoch seine Wirkung hat. Und bei mir ist halt eben eigentlich nur, dass ich ja eigentlich das Gewicht meines Schwertes, weil es wiegt 3 Kilo und die schubst sich eigentlich nur an und lasst sie dann meistens gleiten, aber man merkt es ja dann wahrscheinlich schon noch trotzdem. Genau, was haben wir noch hier an Fragen? Wie trainiert ihr jetzt, wo man sich nicht mehr so gut treffen kann? Ja, Home-Training jeden Tag oder halt gar nicht, so wie ich aktuell. Ich wollte gerade sagen, lügt doch nicht. Ganz ehrlich, ich bin super faul gerade. Ich bin meistens in der Werkstatt und bastel irgendwas und trainiere nicht. Das ist die bittere Wahrheit. Ja, also bei uns jetzt eigentlich auch nicht. Es hieß, dass ich wohl noch halt eben 2 Personen, also jeweils eine Person aus verschiedenen Haushalten gerade
in der einen Halle treffen dürften und trainieren dürften. Aber das ist manchmal eben auch so eine Sache, weil ich glaube, also nicht jeder von uns wohnt so nah an der Halle dran, dass man sagt, ah ja, wir fahren mal gerade eben rüber und machen mal ein Training. Und das ist meistens überwiegt dann doch der Schweinehund wieder. Genau. Das Einzige, was ich mache, ich ziehe die Rüstung manchmal an und gehe damit spazieren mit dem Hund. Oder ziehe sie einfach mal so an, bin im Garten, mache dann eine Übung aus einer halben Stunde, jetzt sind doch eher 2 Minuten und dann, ja, habe ich sie noch ein bisschen an und ziehe sie wieder aus. Fürs Feeding. Ja, aber das mit Rüstung anziehen und spazieren, nicht die komplette Rüstung, immer mal so Teile und vor allen Dingen halt meine schwere Schlangenwaffe als Gewicht quasi und laufe hier so ein bisschen im Feld herum, da wo es eigentlich keinen stört. Ja, ich tue momentan recht viel dafür sogar. Ich mache halt wirklich täglich diesen einstündigen Spaziergang, um mal wieder ein bisschen Fitness aufzubauen. Es tut mir leid. ja, aber dafür bin ich kardiomäßig total im Eimer. Also ich fange schon an zu keuchen, wenn ich hier eine Treppe hochlaufen muss, was auch so mit Sicherheit stark vom Rauchen abhängig ist. Aber das habe ich ja auch aufgegeben, glücklicherweise. Seit neuestem. Ja, ich hatte tatsächlich Lust, an die hier Anwesenden gerichtet, sich mal wieder ein bisschen stärker zu betätigen. Also falls sich irgendwie eine Möglichkeit findet, nutze ich das hier auch gerne mal als Plattform dafür. So findet man übrigens Leute zum Trainieren in komischen Podcasts. Ja, dann fordere ruhig mal die 5 Leute auf, die das hier hören. Und am Ende musst du nur 2 Stunden lang fahren. Für den nächsten aus Untermünchen oder so. Es war eigentlich hauptsächlich an euch beide gerichtet, weil ich euch ja schon kenne. So. Ja, an und für sich können wir da vielleicht mal was arrangieren. Sehr, sehr gerne. Auch nochmal einen super guten Tipp finde, ist einfach mal nur seine Beinrüstung anziehen und mit dieser mal längere Zeit zu laufen. Weil oft ist es so, dass er über die Zeit halt rutscht und dann wird das Laufen halt schwerer, wenn man jetzt... Also meine Beinrüstung hatte früher das Problem, die ist an meinen Waden runtergerutscht und die Kniekacheln, also dieses Kniegelenk von meiner Rüstung, war dann unterhalb meines Knies. Und dann kann man halt nicht mehr so geil auftreten. Und das habe ich mittlerweile durch verschiedene Schnürungen und verschiedenes Tragen durch meinen Rüstungsgurt so hinbekommen, dass ich damit jetzt einen schönen langen Spaziergang machen kann und nichts stört. Kann ich jedem mal empfehlen, der sowas hat. Sowas, also gerade halt Rüstung außerhalb vom Kämpfen auch mal anzuziehen und einfach mal eine längere Zeit lang zu tragen, dann fällt einem nämlich genau sowas auf, was einem dann nachher mal so ein bisschen den Arsch retten kann auch. Ich habe mit meinen alten Beinen das Problem gehabt, wenn ich die zu lange getragen habe, dann hat sich manchmal die Kniekachel einfach verhakt und in der geraden, ausgestreckten Position ist die dann eingerastet. Und dann konntest du das Bein einfach nicht mehr bewegen. Das ist dann auch besonders lustig. Und solche Mängel treten halt in kurzen Kämpfen, sage ich mal, eher weniger auf, als wenn man sie mal länger benutzt. Genau, super. Wie lange haben wir? 20 Minuten, halbe Stunde circa? Ziemlich genau eine Stunde eigentlich. Was? Schon? Ja, okay. Wollen wir da mal eine Pause machen? Und dann machen wir vielleicht noch einen zweiten im Anschluss, wenn ihr Lust habt. Ja, klar. Alles klar, gut. Dann kann jeder nochmal Bier auffüllen oder Wein auffüllen und dann hören wir uns zum nächsten Mal. Jo, bis gleich. Alles klar. Ja, verabschiedet euch noch. Ach so, ja. Ja, genau. Ich würde sagen so, ja, dann haben wir das Thema ausreichend behandelt und vielen Dank für die Fragen und dann hören wir uns zum nächsten Mal. Bis dann und bleibt unanständig. Ciao, ciao. Das, tschüss. Was er sagt. Ja, genau. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke. Und hier ist your second reminder to please leave a like. Okay, der Spruch.